Ihr wollt uns rausschmeißen? Wieso tut ihr uns das an? Weil du uns in unser Haus die Presse geholt hast, ohne dich mit uns abzusprechen. Jessica, wir trauern. Und du willst daraus Profit schlagen? Aber ich dachte doch gerade wegen dem Tod und dem Ganzen, dass ich wollte, dass was Schönes in der Zeitung steht über uns. Elisabeth, bitte, du musst mir glauben, das Foto, da ging es nicht um mich. Wir sind doch jetzt eine Familie. Nein, Jessica, das sind wir nicht. In dieser Familie weiß jeder, dass uns Privatsphäre heilig ist. Ja, du bist zwar die Mutter von Hagens unehelichem Sohn, aber damit bist du eindeutig zu weit gegangen. Wir packen. Ach, und übrigens, wir sind kein Hotel. Der Bademantel bleibt hier. Gräfin Lahnstein, kann ich Ihnen etwas bringen? Nein, Justus, ich brauche in einer halben Stunde den Wagen. Ich habe einen Termin mit dem Bestatter. Wir müssen die Beerdigung planen. Ja, was ist? Ist alles in Ordnung? Dieses Einschreiben ist soeben eingetroffen vom Amtsgericht. Jetzt ist es also offiziell. Ludwig ist nicht länger auf See verschollen, sondern tot. Gräfin Lahnstein, ich weiß gar nicht. Ist schon gut, Justus, schon gut. Es ist gut, dass Ludwig für tot erklärt wurde. Jetzt können wir endlich Abschied nehmen. Ich verständige den Fahrer. Call me on your way back home, dear. Cause I miss you, honey. I miss you. Oh, did I treat you like I did? Honey, I was just a Du bist ja immer noch da. Ihr habt mich alle missverstanden. Ich wollte wirklich nur helfen. Na sicher. Du bist einfach eine echte Mutter Teresa. Ja, ich hab das wirklich nur gut gemeint. Hör zu, ich will, dass es meinem Sohn gut geht. Und deshalb könnt ihr mich nicht einfach vom Schloss schmeißen. Du würdest doch auch alles tun, damit es deinen Kindern gut geht. Na sicher. Aber weißt du, da gibt's einen feinen Unterschied. Ja, wie soll ich sagen? Ich stelle mich einfach nicht so dämlich an dabei. Aber mach dir nichts draus. Ganz offensichtlich hast du ja noch andere Qualitäten. Ja. Und die könnte ich natürlich auch nutzen, wenn ich im Haus wäre. Vielleicht überlegst du es dir ja doch noch mal anders und legst ein gutes Wort für mich bei Elisabeth ein. Wegen der alten Zeiten? Was für ein verführerischer Gedanke. Weißt du, das Einzige, was mich im Moment davon abhält, ist mein Geruchssinn. Sabberfleck? Ich glaube, ich verzichte dann lieber. Weißt du, ich bevorzuge Frauen, die nicht vor Schöpfung unter mir einschlafen und nach Sorge gewordener Milch riechen. Tja, wer hoch fliegt, kann tief fallen, nicht wahr? Was sind das für Fotos, von denen Rebecca da redet? Ja, dass du keine Hilfe bei den Vorbereitungen für die Beerdigung willst. Ich habe zwar Termine, aber ich kann die absagen. Danke, Sebastian. Nett, aber ich komme schon zurecht.
Das ist Helena. Ich. Hallo, Helena. Und wie geht's dir? Naja, uns geht's auch viel besser. Kommt Bella eigentlich auch zur Beerdigung? Ja, kannst du dir ja selber. Sie weiß nichts davon, sie ist auf Montage. Tut mir leid. Soll ich sie mal anrufen? Nein. Wie immer jemand. Was machst du denn noch? Es geht irgendwie alles jetzt so schnell. Nein, das geht mir genauso. Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, nein, nein. Lass nur. Ich kümmere mich um alles. Okay. Dann gehe ich jetzt auch mal. Marlene wollte noch vorbei. Ja, natürlich. Der Chauffeur wartet bereits, Gräfin. Danke, Justus. Sie sollten vielleicht nicht alleine fahren. Ach, wissen Sie, ich möchte das Organisatorische von den Kindern fernhalten. Sie müssen den Tod Ihres Vaters verwenden. Natürlich, nur haben auch Sie einen großen Verlust erlitten. Ich habe mal gelesen, dass man in solchen Fällen den Sarg mit Steinen beschwert. Wir beerdigen Steine? Ja. Damit man nicht merkt, dass der Sarg leer ist, wenn die Träger... Nein, das ist falsch. Wir können doch keine Steine beerdigen. Und überhaupt, was ist denn das für eine Beerdigung? Ludwig ja und Hagen nein? Obwohl beide... Alles gut, alles gut. Dann möchten Sie sich also über die Wünsche von Frau Wolf hinwegsetzen, ja? Ich kann Dana ja verstehen. Als Johannes damals verschollen ist, da konnte ich auch nicht loslassen. Ich wäre daran beinahe zerbrochen. Aber jetzt, ich spüre ganz deutlich, dass Ludwig nicht zurückkommen wird. Das hier, das... Nein. Das will ich nicht. Ich möchte in Würde Abschied nehmen können. Von Ludwig und Hagen. Dazu brauche ich keine Beerdigung in großem Kreis. Die nicht einmal eine richtige Beerdigung ist. Dass du da bist. Ich muss mit dir reden, bitte. Ja, ich auch mit dir. Dana, ich weiß, dass du noch nicht bereit dazu bist, aber ich muss Ludwig gehen lassen. Elisabeth. Ich brauche diesen Abschied. Und Ludwigs Kinder, Hagens Geschwister, brauchen diesen Abschied auch. Und deshalb werde ich morgen eine Trauerfeier ausrichten. Nur die Familie. Damit wir anfangen können, uns mit unserem Verlust auszusöhnen. Es ist deine eigene Sache, wenn du die beiden aufgeben willst. Aber ich weiß, dass Hagen zu mir zurückkommt. Entschuldigen Sie bitte die Störung, Gräfin Landstein. Frau Bosse ist soeben erschienen, um die Kondolenzwünsche von der Belegschaft zu überbringen. Ja. Einen Moment, bitte. Bitten Sie sie herein. Frau Bosse, bitte. Frau Bosse, das ist aber sehr nett, dass Sie vorbeikommen. Mein herzliches Beileid, Gräfin Lahnstein, ist von den Angestellten der Lahnstein Enterprises. Es tut uns allen so leid, dass Ihr Mann und sein Sohn... Ich sage danke im Namen der gesamten Familie. Oh, danke schön.
Wir alle trauern um Hagen und Ludwig. Besonders die Kinder leiden unter dem Verlust. Ja, Frau Busse, richten Sie bitte doch auch der Belegschaft meinen Dank aus. Und nochmal vielen Dank, dass Sie da waren. Gerne. Danke. Auf Wiedersehen. 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 Bitte hier. Probezeit hinfällig. Ja, wie sagt man so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Sobald das Testament eröffnet wurde, wird es so. Hört auf sofort. Ludwig wurde erst vor ein paar Stunden für tot erklärt und ihr? Habt ihr überhaupt keinen Anstand? Elisabeth. Wir haben Ludwig und Hagen verloren. Sie waren da draußen in diesem Sturm, ganz alleine. Habt ihr überhaupt eine Ahnung, wie schrecklich das gewesen sein muss? Ihre Todesangst? Sie haben verdient, dass wir ihre in Würde gedenken. Und dass wir, ja, dass wir um sie weinen, weil wir sie geliebt haben und weil sie nie wieder zurückkommen werden. Elisabeth. Halten Sie die Klappe. Ich habe einige Entscheidungen getroffen. Ich wollte eigentlich heute Abend in Ruhe mit euch darüber reden, aber gut. Erstens, Jessica Steele wird auf Königsbrunn wohnen bleiben. Und zweitens, es wird keine Beerdigung geben, sondern eine symbolische Trauerfeier. Morgen im engsten Familienkreis. Und damit eins klar ist, Tanja. Ich habe Ludwig nicht für tot erklären lassen, damit das Testament so schnell wie möglich eröffnet werden kann. Aber da wir offensichtlich die Trauerfeier nur angemessen und ohne Streit begehen können, wenn das hinter uns liegt, hätte ich für heute Abend den Notar aufs Schloss bestellen, damit das Testament verlesen werden kann. Graf Lahnstein hat mich gebeten, vor der Testamentseröffnung diesen Brief vorzulesen. Meine Lieben, wenn ihr das hier hört, bin ich nicht mehr bei euch. Ich möchte, dass ihr wisst, wie sehr ich euch alle geliebt habe. Hagen, mein Erstgeborener, ich denke, ich überspringe diesen Absatz. Nein, nein, nein. Bitte lesen Sie alles. Hagen, ich bin sehr glücklich, dass du den Weg zurück zu deiner Familie gefunden hast und dass wir noch so viel wertvolle Zeit miteinander verbracht haben. Sebastian, wir waren nicht immer einer Meinung. Aber ich bin glücklich, einen so integren Sohn zu haben, der seinem Gewissen folgt. Auch wenn es seinem alten Herrn mal nicht gefällt. Meine liebe Rebecca, du bist so schnell erwachsen geworden und so erfolgreich. Ich bin sehr stolz auf dich. Tristan, du gehst deinen eigenen Weg. Damit war ich nicht immer einverstanden, aber ich respektiere es. Viel Glück, mein Sohn. Meine geliebte Elisabeth. Als ich nach Deutschland zurückkam, hast du meinem Leben einen neuen Sinn gegeben. Es tut mir so leid, dass ich jetzt nicht mehr bei dir sein kann. Auch wenn das kein Trost ist, vermache ich dir unser Sommeranwesen auf Mallorca. Die Zeit, die wir dort verbracht haben, zählt zu den schönsten Erinnerungen meines Lebens. Und versprich mir, dass du wieder glücklich wirst. Wenn ich weiß, dass du irgendwann mal wieder lachen kannst, fällt es mir leichter zu gehen. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Testament. Ich, Ludwig von Lahnstein, schreibe meinen letzten Willen im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. Die gemeinsamen Konten gehen an Elisabeth von Lahnstein. Die Lebensversicherung fließt in das Familienvermögen und damit in die Firma. Die Firma zahlt allen geborenen und rechtlich anerkannten Lahnsteins ab dem 21. Lebensjahr eine monatliche Apanage von 10.000 Euro. Sollte das Unternehmen am Ende eines Jahres seinen Gewinn steigern, erhalten alle Lahnsteins, die in der Firma arbeiten, einen Bonus. Na schön, das sind jetzt die Peanuts. Kommen wir doch mal zum Wesentlichen. Wer leitet die Firma? Ich bin mir sicher, er hat sich für eine Rückkehr zum Gremium entschieden.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber das wäre großartig. Graf Lahnstein hat sich für die alleinige Geschäftsführung entschieden. Der Geschäftsführer bleibt für 2 Jahre im Amt und vertritt Lahnstein Enterprises mit allen Rechten und Pflichten. Und was passiert nach den 2 Jahren? Der Geschäftsführer wird alle 2 Jahre neu gewählt und kann außerhalb dieser Frist nur wegen illegaler Aktivitäten oder Unzurechnungsfähigkeit abgesetzt werden. Außerdem können nur geborene und rechtlich anerkannte Lahnsteins sich zum Geschäftsführer wählen lassen und an dessen Wahl teilnehmen. Wie bitte? Angeheiratete oder nicht anerkannte Lahnsteins sind von allen geschäftlichen Entscheidungen ausgeschlossen. Sie erhalten keine Apanage, haben kein lebenslanges Wohnrecht auf Schloss Königsbrunn. Einzige Ausnahme ist Gräfin Elisabeth von Lahnstein. Schön. Können wir jetzt mal erfahren, wen der liebe Ludwig als Geschäftsführer auserkoren hat? Zum alleinigen Geschäftsführer für die Dauer von 2 Jahren ernenne ich Ansgar von Lahnstein. Hätte das gedacht, dass der olle Ludwig noch so eine weise Entscheidung trifft? Ihr offensichtlich nicht. Halt mir doch die Fresse, Ansgar. Das war's? Mehr steht da nicht drin? Es war mir wie immer ein Fest. Geht jemand mit mir feiern? Tanja, freust du dich wenigstens ein bisschen? Ich habe die einzige Firma, die Gewinn macht. Und ausgerechnet, ich soll von allen Entscheidungen ausgeschlossen werden? Ja, und nicht nur das. Geh schon mal packen. Das kann nicht sein. Du hast die Firma doch erst in die Krise gerissen. Wir werden dieses Testament anfechten. Ja, 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 meinetwegen. Viel Spaß dabei. Ich bin mir sicher, es ist alles so aufgesetzt, dass Sie nichts machen können. Es sei denn, es ist ungültig, weil es gefälscht ist. Na klar. Ich fälsche ein Testament und baue mir selbst nur eine 2-Jahres-Frist ein? Was, wenn du wolltest, dass es nicht so auffällt? Das ist doch lächerlich. Euer Vater wusste eben, wem er die Geschäftsführung anvertraut. Ebenso gut kannst du Nero eine Fackel in die Hand drücken und ihm einen schönen Abend in Rom wünschen. Ich bin mir sicher, Ludwig hat alles gut durchdacht. Wie bitte? Ich sag dir mal was, Elisabeth. Sein Gehirn war vom Krebs zerfressen, als er diesen Witz vom Testament gemacht hat. So reden Sie nicht über meinen Mann.